So, einen wunderschönen Willkommen in herzlich. Was? Ein wunderschönes herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von MyTest. Und wieso? I don't know. Klingt richtig. Ja, seit der letzten Folge ist tatsächlich doch wieder ein bisschen Zeit vergangen. So, ein paar Tage. Eigentlich eher eine Woche, aber egal. So, nun mal gucken hier. Wir waren ja dabei, oder besser, wir waren quasi gerade fertig. Nee, Creative Server. Mit dem einen Raum und müssen den jetzt aber noch benutzen. Also Technik reinbauen. So, findet das OBS das Fenster? Ja, sehr geil. Ja, bei mir. Ganz neue Technik. Ich habe eine neue Tastatur, wie man auch unschwer erkennen kann. Da sieht ganz anders aus als früher. Nee, Spaß. Ist das gleiche Modell. Also ist wirklich eine neue Tastatur, ist aber das gleiche Modell. Nur habe ich mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, mir nochmal eine zu holen mit braunen Schaltern. Ne? Die alte hatte ja blaue Schalter, die also sehr anschlagfreudig waren, die also schön akustisch laut waren. Aber gerade so fürs Let's Play und so war es dann doch immer ein bisschen zu laut. Und ja, dementsprechend habe ich mir jetzt gesagt, okay, komm. Fürs Let's Play und da ich auch wieder für Discord arbeite. Eine etwas ruhigere Tastatur, deswegen die braunen Schalter, kann nicht schaden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine neue alte Tastatur, die tatsächlich baugleich ist. Auch die Farben habe ich wieder gleich eingerichtet und so. So, egal. Das soll uns jetzt hier auch gar nicht weiter interessieren. Wir sind hier hinten beschäftigt. Warum ist hier ein Loch? Lol. Da müssen wir rein. Oh, die andere läuft ja noch. Oder die hat irgendwie mit eingeschaltet. Haben wir die letztens eingeschaltet gehabt? Ah, ne. Aus. Beziehungsweise kann es eigentlich anbleiben. Genau, der Raum ist soweit fertig. Da oben die Reihe. Warum ist die Reihe da? Ich baue die mal ab. Mal gucken, was da zum Vorschein kommt. Warum ist hier Erde? Oh. Okay, die Reihe hier muss also bleiben und deswegen muss auch die Reihe hier bleiben. Ich verstehe. So. Jetzt ist die Frage, was genau machen wir eigentlich mit diesem Raum? Wir haben irgendwo, also. Dieser Abzweig, der hier hochgeht, der könnte ja rein theoretisch dann einfach in den Raum reingehen. Und hier in dem Raum müssen wir dann sortieren. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Da oben diese Kiste. Naja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir überhaupt bauen müssen und wie wir das dementsprechend anordnen. Rein theoretisch, dadurch, dass wir hier diesen Kreislauf haben, können wir überall auf dieser Breite den Abzweig in den anderen Raum machen. Ich würde also sogar fast sagen, wir machen den Abzweig direkt hier hinten in die Ecke. Dann machen wir hier eine Sorting-Tube hin und sagen, alles, was im Kreislauf bleiben soll, bleibt im Kreislauf und alles, was nicht im Kreislauf bleiben soll, geht geradeaus weiter durch die Wand durch in den Nachbarraum. Das müsste doch gut passen. Achso, kommt hier eins weiter raus. Ah, okay. Nee, dann lass das mal nicht machen. Dann mache ich hier den Durchbruch. Das heißt, der Raum ist ein Block länger als der hier. Warum das denn? Hat das irgendeinen technischen Grund? Ich baue mich immer hoch.
Ach, da hinten wegen der ganzen Elektronik und sowas, ne? Kann das sein? Also hier wegen dem Ding da zum Beispiel. Das ist aber schon optisch schon blöd. Optisch wäre es nicht geiler, wenn ich wirklich auf der Flucht sein könnte. Ne? Kann ich den Raum noch eins in die Richtung verbreitern? Oder komme ich hier, stöße ich hier gegen irgendwas gegen? Ha. Ich versuche mal den Raum eins zu verbreitern. Ist das ein bisschen blöd, weil wir den Raum jetzt gerade erst gebaut haben. Ach, guck mal, da hinten zum Beispiel dieses Dings da. Na gut, machen wir kurz hier in die Wand gucken. Ah, okay. Der Block ist auf der Ebene. Okay. Ja, ich verstehe. Die Frage ist, brauchen wir das Ding unbedingt auf der Seite? Ich weiß mittlerweile, oh, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie wir es hier gebaut haben. Sorry Leute, ich muss nur ganz kurz hier in die Wand gucken. Kann ich das? Ja, kann ich. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Ach so, genau, es geht immer nur in eine Richtung. Das heißt, hier geht es die Richtung. Und hier müsste dann in die andere Richtung gehen. Hier geht es auch in die Richtung. In welche Richtung geht es denn hier? Hier geht es in die Richtung. Da könnten wir doch die Seite einfach umdrehen, oder? Das war das Ding auf die Seite hier hinbauen. Ich glaube, das machen wir mal. Oder passt das von der Breite überhaupt? Wir brauchen. Oh ne, passt von der Breite nicht. Wir haben hier den Block. Genau, hier ist der Block, der erste Block, also hier die Türreihe. Da sind hier die Dropper, diese Pisten. Brauchen wir noch 1, 2, 3 Platz. Also insgesamt 5. Und hier haben wir nur 4. Weil den letzten Block können wir nicht mehr nutzen, weil ja hier die anderen Plates dran sind von der Seite. Gut, wir können natürlich hier in die Seite weggehen. Ich versuche da mal was. Das wäre natürlich schon geil, wenn wir den Raum noch um eins verbrettern könnten. Das wäre optisch schon sehr geil. So, hier kommt der ganze Sand weg. Oh, darf so ein bisschen Sand sein. Warum baue ich jetzt hier den ganzen Sand ab? Ich habe keine Ahnung. Es ist aber auch immer so schön verlockend, ne? So sich die ganzen Sachen hier abzubauen. Na gut, lassen wir mal. So. Achso, siehst du. Jetzt ist die Schippe auch fast weg. So, wir brauchen. Der Block muss da bleiben. Die beiden können auch da bleiben, aber die hier kommen weg. Die kommen auf die Seite. Kann ich jetzt hinbauen? Okay, ich glaube, ich muss die Seite doch wegmachen. So. Genau. Jetzt kommen die wieder hin. Die kommen hier hin. Gut,
warte kurz. Hier muss ich ein bisschen tricksen. Ich brauche einmal Mäse. Weil das Problem ist, ich muss hier um die Ecke gehen. Weil in die Richtung kann ich nicht weiter. Dieses Ding geht aber nicht um die Ecke. Von daher muss ich hier einmal erstmal normale Mesekon hinmachen. Also hier einmal normales Mesekon, was um die Ecke gehen kann. Und dann muss dahinter der Detektor hin. Ich bin sowieso mit dieser ganzen Detektorsache hier gar nicht so zufrieden. Muss ich zugeben, weil diese ständige Tür auf, Tür zu Geräusch ist halt auch ein bisschen nervig. Vielleicht würde ich jetzt sogar mit dem Schalter arbeiten. Dass ich sage, ich habe hier ein so ein Ding, irgendwo zentral. Ich glaube, ich baue den Raum nochmal neu. Dass ich quasi ein so ein Ding zentral habe. Mit einer relativ großen Range, sodass der registriert, sobald ich hier im Raum bin. Und dann habe ich hier zentral einen Schalter. Und wenn der Schalter aktiv ist und ich in der Nähe bin, dann geht die Tür auf, ansonsten ist es halt zu. Ja, hier unten in der Anlage wollte ich auch noch abbauen. Von daher macht das sogar Sinn, das zu kombinieren, weil dann kann nämlich die Technik, also das Ding da, hier drunter, unter dem Boden, schön zentral. Oh. Das macht actually voll Sinn. Ja, das macht richtig Sinn. Gut, das heißt, das Ding hier kommt weg. Jetzt ist es soweit. Ich meine, schade um den Look. Mir hat der Raum so optisch so ein bisschen gefallen. Aber gut. Wie gesagt, den Wassergenerator brauchen wir sich erstmal nicht mehr. Und wenn doch, können wir den oben noch irgendwo versteckt hinbauen. Weil wie gesagt, mir geht zum einen dieses ständige Tür auf Zugeräusch und auch dieses Wasserfließgeräusch irgendwie echt hart auf den Sack. Eigentlich schon immer. Hab mich da schon immer beschwert. Aber naja. Wir sind gerade aktuell ganz schön voll, ne? Ach, scheiße. So. Danke. Bitte, du kurz auch erstmal weg. So. Ich glaube, wieder ein bisschen mehr Platz hier drin. Und ehrlich gesagt, ihr könnt auch erstmal. Ah, ne. Die Dinge habe ich gar nicht drin. So. Dankeschön. Ah, heute wird die ganze LV-Technik weg. Vielleicht machen wir irgendwo ein MV-Generator hin, wie hat das geschrieben? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Dass wir irgendwo zentral für Stromgewinnung halt doch nochmal mit dieser Wassertechnik arbeiten. Aber A, dann etwas abseits, also nicht direkt hier bei unserem Haus. Und B, halt auch gleich MV natürlich. Weil wir alle wissen, wir kommen aus dem MV. Yeah. Okay, gut. Den wird 20 Mal erzählen. Macht ihn auch nicht besser. So, muss ich jetzt mal alles kurz mit Sand auffüllen. Zum Glück haben wir gerade so viel Erde abgebaut. So. Stille. Gut. Das heißt, jetzt ist alles weg. Gut, jetzt den Sand lasse ich erstmal hier. Ja, komm, ich mach jetzt mal hier überall. Denn der Boden muss ja noch mal raus.
Weil er hier drunter die Verkabelung hin muss. Ich würde dann den Detektor, den Player-Detektor schön zentral machen. Und dann mal gucken, wie die Kabelanlage kabeliere. Hey, hey. So. Wasser weg. Ach ja, meine Schuppe ist ja. Oh, schon wieder Nacht. Marschen des Sabe. Den Namen kenne ich gar nicht. Okay. So. Hier zentral in die Mitte kommt die Titte. Was? So, das ist gar nichts. Das heißt, der kann 1:1 so hier platziert werden. Darunter brauche ich einen. Ah ne, brauche ich gar nichts. Der kann direkt dahin. So, welchen Radius kann ich hier nehmen? Oh, geht der echt ganz schön weiter. Achso, okay, mein Name muss hier oben rein. Ich dachte, den schreibt automatisch rein. Gut, 100 ist aber ein bisschen viel. Ich mach mal wieder 10. Sollte locker reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, das heißt auch, wenn ich hier mich an die Tür annähere, geht die Tür auch auf. Das ist so in Ordnung. Okay. So. Gut, hier muss ich einmal. Ich baue jetzt mal alles ab. Und dann sehen wir mal weiter. So. Jetzt kommt's nämlich dicker. Achso, ist ja Lehm. Dachte gerade Silbersand, aber nee, ist Lehm. Cool. So, hier ist jetzt das Ding in der Mitte. Jetzt muss ein Kanal fürs Mesocon in jede Richtung gehen. Ich schau mal kurz ein bisschen Mesocon. Ach, ich bin schon wieder verhungern. Gibt's doch gar nicht. So. Mesocon, da haben wir auch noch eine Menge. Ich bin schon wieder so voll, ey. Wollte ich nicht mal so eine Krimskramskiste haben? Scheiße, jemand dann. So. Hier geht's. Warte mal kurz. Auf die Ebene kommt die Tür, ne? Genau, das heißt. So ungefähr. Hier kommt die Tür auch auf die Ebene, das heißt da, dann geht's hier rum und hier, ich mache am besten hier gleich in die Richtung, damit wenn wir da hinten was bauen wollen, da auch mehr Platz haben. Wir gehen also in die Richtung. So, und hier müssen wir jetzt auch. In die Richtung gehen. Mensch, ist ja fast ein Hakenkreuz. Lass mal hier noch auch noch deine Tür hinbauen.
Ja, sorry, systembedingt musste das leider auf dem Hakenkreuz auch sehen. Das Schlimme ist halt wirklich so, ne? Also angenommen, man möchte jetzt, warum auch immer, hier einen zentralen Hub bauen, der 4 Räume bedient. Ne? Und bei jedem Raum soll eine automatische Tür rein, die immer sich nach links oder nach rechts öffnet. Dann hätte man also immer, dass wenn sich die Tür nach links öffnet, da die Elektronik wäre, die Tür nach links, da die Elektronik wäre, die Tür nach links, da die Elektronik wäre und die Tür nach links, da die Elektronik wäre, dass man also immer ein Kabel so und nach links baut, da auch und da auch. Das heißt, selbst obwohl es überhaupt nicht beabsichtigt wäre und obwohl es technisch so gemacht werden muss, außer wenn man jetzt unnötig drumherum baut, hätte man automatisch ein Hakenkreuz. Und da würde Twitter explodieren. Ne? Auch wenn man, ich meine, ich wüsste jetzt nicht, dass ich Nazi wäre. Hat mir, also, nicht, dass ich wüsste so, ne? Aber Twitter würde trotzdem brennen. Und wahrscheinlich die gesamte Welt. So, müssen wir mal gucken. Hier ist die Tür. Das heißt, hier sind die Dinger. Die, oh, du Ratte! Genau, hier sind die Blöcke. Hier sind also die Pisten. Das heißt, hier muss das Mesokon hochkommen. Das heißt, wir brauchen 3 Blöcke in die Richtung jeweils. Also muss hier auch noch einer weg. Und hier muss auch noch einer weg. So ungefähr. Das heißt, da kommt Mese hin. Da kommt Mese hin. Da kommt Mese hin. Und jetzt brauchen wir das Zeug. Achso, scheiße. Ich brauche auch noch das Mese, was hochgeht. Ah, ich bin wieder so voll. Heieiei. Ach, scheiße. Ich muss ja noch irgendwo eine Endschaltung reinmachen. Gut. Dann hat das Ganze eh erstmal erledigt. Dann müssen wir es ja ganz anders machen. Gut, das heißt, wir machen das ganz, ganz anders. Und zwar gehe ich hier einmal drumherum herum. Und mache hier erstmal. Verdroß mal. Also, nicht los im Hals, aber. Voll das Schleim. So, ich mache hier. Ich mache erstmal einen Halbkreis. Danke. Erstmal einen Halbkreis. Hakenkreuz können wir dann später noch woanders hinbauen. Meine Meinung. Ich meine, ne, man muss ja offen für alles sein. Ja? Und ich weiß, Nazis sind Rassisten, aber gegen Nazis zu sein, wäre ja auch rassistisch. Also, ich meine nur, Digga, Alter. Oh mein Gott. Gut, dann wäre wohl mit dieser Folge meine YouTube-Karriere beendet. Moment, ist das überhaupt richtig? Oh, nee. Hä? Weiter kurz. Warum ist der Raum asymmetrisch? In die Richtung geht's 4 rein, in die nur 3. Hä? Was zur Hölle? Hier sind die Kisten. Das heißt, hier ist die Wand. Achso, das heißt, diese hier sind sowieso falsch. Die müssen einzeln nach hier. Aber hier auch. Warum ist der Raum asymmetrisch? Also nicht asymmetrisch, aber rechteckig statt quadratisch. Habe ich hier damals was falsch gemacht und es noch nie gemerkt? Oder war es mir schon immer klar und ich dachte mir einfach nur so, ja, ist halt so. Interessant. Ja, auf jeden Fall muss ich überall noch eins rein. Weil auf die Ebene kommt ja die Tür. Nicht auf die Ebene. Ach, Männchen, ey.
Den verwirrt. Auf die Höhe ist der Boden, ne? Das heißt, hier muss ich jetzt so abtragen. Das heißt, der da muss auch noch weg. Der da muss noch weg. Und hier müssen die beide weg. Genau. So. Und jetzt mache ich auf der gesamten Höhe die Dinger auch noch weg. Oh mein Gott, Alter. Ich mache den ganzen Raum kaputt. Ja, wird schon, ne? So. Das hier kommt auch nochmal alles weg. Und das kommt nämlich jetzt hier auf die Ebene. So, mal gucken. Hier ist die Tür. Das heißt, da ist die Tür. Hier sind die Stone Bricks. Hier sind die Pisten. Also muss hier das Mesis sein. Hier jetzt wie folgt. Da ist die Tür, da ist Stone Bricks, Pisten, Mese. Okay, denkst du, Stonebricks Mesa. Dann müssten die in einer Flucht sein. Genau. Ja, passt doch. So, das heißt, das Ding geht hier einmal hoch. Das Ding geht hier einmal hoch. Und das Ding geht hier auch einmal hoch. So, jetzt kommen die Pisten. Ich mache jetzt in der nächsten Folge weiter. Ja. Bup. Bis dann.